So, wie weit darf ich denn? Huh? Is that? Nate's back! Hey, wait! Why are you flying away? I found the Cramorant! Oh, that's why. Unitas is after him. Hey! Dürfen Ogel nicht entkommen lassen. Leichter gesagt als getan. Da ist ein Mensch im Lagerraum. Schock ihn einfach. Achten wir darauf, wie er sich bewegt, damit wir ihm aus dem Weg gehen können. Zum Glück hat Ogel auf seiner Flucht einige seiner Federn verloren. Wir sollten uns schnurstracks zu ihm führen. Dann schaffen wir uns mal hier durch, Luxtra. Aber pass auf, dass der Mensch uns nicht sieht. Na, nur keine Sorge, ich mach das schon. Das ist irgendwie irritierend, weil da einfach nur noch mehr Kisten sind. Falsche Richtung, Junge. Ich bin ja in der Richtung. Dass die laufen, während die sich drehen. Die ganze Animation ist halt irgendwie fragwürdig. Der könnte sicher auch einen guten Moonwalk machen. Irgendwie geht er immer nur wieder in diese Richtung. Aber vielleicht muss nach rechts. Oh, never mind. Okay. Ist der Dude jetzt abgehauen? Da hinten ist der jetzt. Bleibt der da? Also könnte ich da jetzt quasi dann durchlaufen, wenn er da hinten steht? Würde ich schon sagen. Also jetzt in der Runde natürlich nicht, aber dann gleich. Jetzt einfach rein. Nee. Doch. Run. Ich will mir das erst noch weiter angucken. Und da muss ich da quasi einfach durchlaufen. Der guckt jetzt einfach die ganze Zeit nach hinten und du kannst einfach hinter ihm vorbeilaufen. Ja. Aber wenn ich jetzt, ne, dann guckt er wieder zurück. Er ist eingeschlafen. Was sagst du jetzt so? Sag doch, der ist eingeschlafen. Und durch. Nun. Ah. Ist der Ogel in der Kiste? Kiste echt jetzt? Hey, Cramorant, you're in there, yeah? Oh mein Gott, sie haben mich gefunden. Hey, wait, calm down. Ich kenn dich. Wir sind schon mal begegnet, oder? That's right. I saw you gulp down the Aurora drop, remember? Ich weiß aber nicht. That's because you were being controlled. So anyway, tell me why you're being chased. Ich wollte Turner sehen. Bin ich weggelaufen. Hab ich was verschluckt. Da war plötzlich Halligalli und Remi Debbie und Rambazamba. Huh? What did you swallow? Seriously? Lecker. Look at that. The controller. Don't you worry. I swear, I'll get you out of this place. Danke schön. Ogel einfach, bester Mann. Hey. Wenn wir nun Ogel gefunden haben, sollten wir wieder zurück zu Tim. Genau, und das Gerät? Das ist ein Controller für die Würfel. Mit dem können wir Stalob hoffentlich wieder beruhigen. Gut, so sehen wir Pokémon von Menschen kontrolliert werden, schmerzt mich sehr. Hey, wie kommen wir uns hier eigentlich raus? Bleib dicht bei uns, Ogel. Wir passen auf, dass dich Unitas nicht wieder in die Finger kriegt. Boah, das soll also was heißen? Die begleiten mich aus dem Gebäude? Danke, Leute! Wollten wir nicht eigentlich ins UG5, Pikachu? Ich glaube, Ogel versteht da was falsch. Ach, uns fällt schon was ein. Okay, ich werde geportet. Das ist nett. Timsino, wir haben Ogel gefunden. Großartig. Was ist mit dem Controller? Den haben wir auch. Nur können wir Stalobo beruhigen. Und ein bisschen Ogelsabba haben wir auch. Das nenne ich mal einen wahren Meisterdetektiv, Pikachu. Und du warst auch meisterhaft, Luxtra. Luxtra. Stalobo ist in dem Raum weiter vorne. Aber wir können nicht zu dicht herangehen, denn es wütet herum. Sollte sich aber beruhigen, wenn wir die Würfel mit Hilfe des Controllers ausschalten. Wieso ist dieser Controller so klebrig?
Eigentlich will ich das gar nicht so genau wissen. Das hier ist der Schalter, richtig? Ich versuche so nah wie möglich an den Raum mit Stahlobor heranzugehen und drücke dann den Schalter, um den Würfel auszuschalten. Danke, Tim. Wenn das erledigt ist, müssen wir einen Weg suchen, der uns nach unten ins nächste Stockwerk führt. Also unsere Armee wird immer größer. Mhm. Okay. Stahlobor findet sich hinter dieser Tür. Ist der Controller bereit, Tim? Jawohl. Also dann, öffnen wir die Tür. Groß aus. Das ist es nicht. Mm-mm. Hurry up, Tim! It's coming right at us! I'm working on it! Stop! Okay. FBI, open up! Oh, prima. Stahlobor hat sich beruhigt. Boah! Du bist nun befreit von jeder Kontrolle, Stahlobor. Boah! Boah? Meinst du, wir können ihm ein paar Fragen stellen? Boah! Weil wir müssen ja Jobinterviews machen, um zu gucken, ob die Pokémon in unsere Armee kommen können. Ach so. Pokémon hat bestanden? Ja, Zwiefeln ist durchgefallen. Ah. So teilt sich gern mit uns. Hey! Stahlobor sind gut darin, Löcher zu graben, stimmt's? Du hast einfach ein Loch ins nächste Stockwerk gesetzt. Er hat sogar ein Bewerbungsfoto abgegeben. Boah! Es scheint sehr stolz darauf zu sein. Boah! Mit seinen Armen und seinem Kopf kann es einen Bohrer formen. Bohren ist sein Spezialgebiet. 3, 2, 1, Woggel. Wird ihm beim Bohren nicht schwindelig? Na, Ali war schneller, aber... Woggel ist halt nicht mehr der Jüngste, er kann nicht so schnell tippen. Das frage ich mich auch. Hey, sag mal, Stahlobor, wird dir eigentlich nie schwindelig? Boah. Sag, schwindelig? Das soll wohl ein Witz sein. Eigentlich logisch, dass ihm die ganze Dreherei nichts ausmacht. Wieso bist du hier? Hey. Sag mal, Stahlobor, warum bist du eigentlich an einem Ort wie diesem hier? Boah. Verstehe, genau wie bei Zwirfinst. Also hat es jemand gegen seinen Willen hierher gebracht und es mit Hilfe eines Würfels dazu gezwungen, hier Wache zu schieben? Boah. Er hat wohl versucht, ein Loch in die Wand zu bohren, um dann zu fliehen, aber das hat nicht ganz so geklappt, wie er es sich vorgestellt hat. Der Würfel auf seinem Rücken hat wohl verhindert, dass Stahlobor sich frei bewegen konnte. Wie kann man Pokémon bloß so behandeln? Das ist einfach nur grausam. Wie waren die Menschen hier so? Boah. Also noch mehr misshandelte Pokémon. Boah. In diesen Räumen befinden sich noch mehr gefangene Pokémon. Siehst du die nicht? Also, Kramor ist sehr geduldig da hinten. Ja. Wir können sie auf keinen Fall hier lassen. Ja, wir sollten sie freilassen. Mhm. Wir hatten also recht, was die Arrestzellen angeht. Die halten darin Pokémon gefangen. Könnte man glatt meinen, wir wären wieder auf der Polizeiwache. Genauso eine miese Bezeichnung und dieselbe Funktion. Wir müssen herausfinden, wie die Pokémon hier retten können. Ja. Wenn wir den Raum gründlich durchsuchen, finden wir bestimmt etwas, was uns dabei hilft. Wir müssen den Raum so oder so untersuchen. Stimmt, wir haben die Schlüsselkarte ja noch nicht gefunden. Ganz genau. Okay. Ich finde aber generell teilweise so die Größen der Pokémon sehr fragwürdig. In meinem Kopf dachte ich zum Beispiel auch immer, dass Panferno irgendwie 1,80 Meter oder so ist, weil, ne, großer. Der ist einfach genauso groß wie Stahlobor gefühlt. Ja, so großer Affe, der dir ins Gesicht tritt und dann ist der einfach 1,20 Meter, genau wie Stahlobor. Aber wenn Stahlobor nur 1,20 Meter ist und stell dich mal daneben, das heißt, dass Tim ja einfach mal 2 Meter groß ist. Ja. Mir eigentlich schon, ja. Die Sache ist, Pika ist, glaube ich, 60 cm groß. Das würde ungefähr hinkommen mit Stahlobor. Ja. Also, ja, die Unita sagen so, Urge, wo bist du? Ansonsten, ich glaube, Glurak ist auch 1,60 Meter groß, was mir auch ein bisschen klein vorkommt. Weil Gardevoir ist auch 1,60 Meter. Mhm. Also, ja, so manchmal... Nee, Stahlobor ist noch gar nur 70 cm groß. Das ist ja noch schlimmer. Aber Pikachu ist 60 oder ist es nur 40? Moment. Oder war es 0,6 Kilo? Und es ist eigentlich 40 cm groß. Das kann auch sein. I'm looking for Pikachu. Aber dann ist Tim vielleicht doch nur so 1,50 oder so. Das ist einfach nur so ein Lauch. Dann so, schau mal. Pika ist... Ja, 40 cm hoch. Dann war es so.
0,6 Kilo? Ne, 6 Kilo. Oh, gibt auch irgendwie mehr Sinn als 0,6 Kilo, jetzt wo ich so darüber nachdenke. Ja, so ein 600 Gramm Pika. Das ist die Kartoffel, die du letztens hast, ist schon fast schwerer. Ich hatte letztens wirklich mal eine Kartoffel in meinem Paket, die war, glaube ich, 550 Gramm schwer. Es ist eine Liste mit Vorschriften für das Wachpersonal von Unitas. Im OG3 hat ein Team aus 2 Wachen zu patrouillieren. Die Schiebetüren zu den Arrestzellen der Pokémon müssen zu jeder Zeit abgeschlossen sein. Jedes Wachteam behält eine, in Klammern 1, Schlüsselkarte für den Aufzug. Wenn ein Wachteam seinen Dienst beendet, hat es die Schlüsselkarte an das nächste Wachteam zu übergeben. Der Zugangscode zur Treppe muss bei jedem Wechsel des Wachteams geändert werden. Sicherheitsvorkehrungen sind hier viel strenger als in den oberen Stockwerken. Die Wachteams scheinen demnach die einzigen zu sein, die den Code zur Treppe kennen. Glaub nicht, dass die uns den freiwillig verraten werden. Da können wir noch so weit fragen. Hier ist eine Nachricht vom Einsatzteam an das Forschungsteam. Das könnte wichtig sein. Lies fort, Tim. Die Arrestzellen im OG3 sind für die Pokémon vorgesehen, die uns von Mr. Butler überführt werden. Doch aufgrund unvorhergesehener Umstände werden sich uns diese Pokémon nicht anschließen. Daher befinden sie sich in den Arrestzellen im OG3. Da befinden sich dort momentan Pokémon, die nicht Teil unseres ursprünglichen Plans waren. Butler, was? Die meinen bestimmt das, was in der Polizeiwache passiert ist. Ist doch eine Liste mit Dutzenden von Pokémon. Das ist eine Liste all der Pokémon, die sich hier im Labor befinden. Moment, einige Namen sind durchgestrichen. Luxtra, Kleopatra, Bamon, Zubiris, Pandagro. Diese Pokémon waren mit mir auf der Polizeiwache. Sie sollten also auch hierher gebracht werden. Luxtra ist jetzt hier. Da sind noch mehr Namen. Stalobor, Hariyama, Kramor, Quappo, Felino. Also weißt du, Felino in dieser Aufzählung. Hm? Ihre Namen sind nicht durchgestrichen, also müssen sie bereits hierher gebracht worden sein. Hast du mal durch die Tür geguckt? Nach dem Namen steht noch da was über die Würfel. Die Spezifikationen des Controllers, den Mr. Butler eingesetzt hat, unterliegen der höchsten Geheimhaltungsstufe. Im Interesse der fortgesetzten Geheimhaltung haben wir den Controller per Fernsteuerung zerstört, sodass der Polizei nur die Bruchstücke blieben. Die Buchstücke. Okay, sind nicht die Buchstücke. So ist es also. Deshalb ging der Controller kaputt. Sie wollten, dass die Polizei nichts darüber herausfindet. Falls vorher noch Zweifel daran bestanden, dass Unitas an all dem beteiligt ist, hier ist der Beweis dafür. Ich möchte noch mehr darüber wissen. Wir sollten uns das genauer ansehen. Let me see. Wo fangen wir an? Ist das da links eine Mikrowelle gefühlt? Ich weiß ja nicht. Was ist das für eine Ordnung hier? Das sind interne Anweisungen von Unitas. Aus OG3 tropft Wasser in die Räume von OG4. Dort bewahrt Mr. Murloch essentielle Forschungsdaten auf. Es ist daher dringend geboten, das Leck so schnell wie möglich zu beheben. Murloch scheint seinen Forschungen in OG4 nachzugehen. Es ist bestimmt eine nützliche Information, aber wir wissen immer noch nicht, wie wir nach unten kommen sollen. Wir müssen einen kühlen Kopf bewahren und uns weiter umsehen, Tim. Es ist eine Art Schlüssel. Vielleicht können wir damit die Tür zu einem der Räume öffnen. Okay, wenn wir einen Raum mit abgeschlossener Tür finden, können wir ihn ausprobieren. Kaffee? Das hier sieht aus wie ein Geschäftsbericht, der von einem Unitas-Mitglied verfasst wurde. Okay. Schön. Die Massenproduktion der Würfel wurde ohne Zwischenfälle durchgeführt. Unser CEO, Mr. Howard Myers, wird am letzten Tag der Pokémon-Freundschaftswoche herkommen, um eine letzte Begutachtung durchzuführen. Die Würfel können nach Ende dieser Inspektion sofort versandt werden. Bürgermeister Myers ist Ihr CEO? CEO bedeutet, dass er der Firmenboss ist, oder? Er hat also alle Fäden in der Hand? Jetzt sag nicht, er ist der Obermotz der ganzen Organisation. Papa leitet Unitas? Das muss ein Irrtum sein. Etwas Schlimmeres hätten wir über Howard nicht erfahren können. Hier ist ein Bericht über Versuche mit den Würfeln. Er enthält eine Liste der Pokémon, an denen die Würfel getestet wurden. Luxtra, Kleopatra, Bamon, Zubiris, Pandagro. Diese Pokémon gehörten zu den Pokémon, die in der Polizeiwache unter Arrest standen.
Die Liste geht noch weiter. Felino, Zwirfins, Stahlewohr, so Pokerap. Felino, Zwirfins, Stahlewohr, Quappo, Ariyama, Kramer. Na, Ariyama passt nicht so gut rein. Das stimmt. Die Pokémon tauchen in dem anderen Dokument auch auf. Zum jetzigen Zeitpunkt reichen die Daten über Pokémon aus den verschiedenen Regionen nicht aus. Um das Produkt zu perfektionieren, werden weitere Daten benötigt, die eine größere Vielfalt an Spezies abdecken. Sie wollen noch mehr Pokémon fangen. Haben wir genügend Informationen über Unitas finden können? Ja, ich denke schon. Zumindest genügend, um ein paar Schlussfolgerungen zu ziehen. Aber hier ist doch was. Hier ist noch ein Dokument, das von einem Unitas-Mitglied verfasst wurde. Einsatzteam, dies sind die Details zur aktuellen Mission. Oh, das sieht nach einem offiziellen Befehl aus. Ort, die Galar-Region. Ziel, unsere Forschung und Entwicklung der Würfel vorantreiben. Details, sammelt so viele Eis-Pokémon wie möglich. Ja gut, passt zu Flampivian. Ja. Deshalb hat Unitas Flampivian und die anderen hergebracht. Kannst nicht fassen, dass man sie den ganzen Weg aus der Galar-Region hergeschleift hat. Ob die auch Snomnom entführt haben? Okay, jetzt ist vorbei. Ich hoffe, all den Pokémon, die wir in den Ruinen getroffen haben, geht es gut. Das denke ich schon. Sie haben doch Gordon und Chris, die ihnen helfen. Ihr sollt nichts weiter zu untersuchen. Okay. Niemals erwartet, dass Howard bei Unitas die Hauptverantwortung trägt. Was genau hat er mit dieser Organisation vor? Habt ihr so eine Ahnung? Weltherrschaft. Wahrscheinlich hat er nur Gutes im Sinn, aber die Methode ist fragwürdig. Howard hat doch die Maßnahmen zur Verwaltung der Pokémon vorangetrieben, nicht wahr? Er hatte garantiert vor, die Würfel dafür zu nutzen. Ja, eine andere Erklärung gibt es nicht. I didn't want to believe it, but Papa, why are you part of this? Rachel. Muss für sie ein echter Schock gewesen sein, als sie erfuhr, dass ihr eigener Vater der Chef von Unitas ist. Ja, ich weiß ehrlich nicht, was ich hier nur sagen soll. Ich glaube, sie braucht einfach nur ein wenig Zeit für sich, um darüber nachzudenken. Sie wird sich von dem Schock ganz sicher erholen. Konzentrieren wir uns für den Moment auf etwas anderes. Ja. Oh, bei allen Erkenntnissen über Howard hätte ich fast eine andere Sache vergessen, die mir Sorgen macht. Was denn? Die Notiz, in der Butler erwähnt wurde. Vielleicht sollten wir uns erst darauf konzentrieren. So. Ah, mein Fuß ist eingeschlafen. Oh, ich muss mich mal hinstellen. Meine ganze Wade schläft gerade mit ein. Oh no. Hilfe. So, muss mal kurz im Stehen. Das hört sich jetzt bestimmt komisch an. Wieso hat Unitas Pokémon gefangen und eingesperrt? Was haben wir denn da? Big Stretch. Ja, bin schon dabei. Mach du das mal, ich muss dich wirklich mal stretchen. Okay. So, um sie als Testsubjekte für die Würfel zu benutzen, um die Würfel mit ihrer Hilfe in der Stadt zu verteilen oder um mit ihnen die Forschungen von Unitas zu finanzieren. Tja. Keine Ahnung. Wahrscheinlich einfach, um die Würfel zu testen. Hätte ich schon gesagt. Oder für Geld. So weit denken die nicht. Okay. So, sie wollten Daten sammeln, dafür haben die Pokémon genommen. Ja, das ist echt perfekt mit der Liste. Wahrscheinlich wollten sie einfach an vielen Pokémon testen und gucken, ob es mit jedem kompatibel ist. Aber es gibt nur einen Würfel und dann wäre das alles kacke, wenn es nicht geklappt hätte. So. Warum schläft einen eigentlich in Sitzen einfach random der Fuß ein, so? Wahrscheinlich, wenn du einen Nerv abgeklemmt hast. Ja. Eine Vene. Wahrscheinlich eine Arterie. Aber ich sitze ja jetzt hier normal. Wahrscheinlich saß du trotzdem blöd. So, gibt's noch Pokémon, mit denen wir reden können. Mal sehen, was sie zu sagen haben. Irgendwo muss es doch einen Hinweis geben, der uns hilft, einen Weg nach unten zu finden. Wir sollten diese Räume besonders gründlich unter die Lupe nehmen. Willst du den Controller erstmal behalten? Jo. Okay. Ist doch Felino drin. Felino ist ja irgendwo oben. Der war ja dehydriert. Ach ja. Ob der Schlüssel, den wir gefunden haben, wohl zu dieser Tür gehört? Er passt. Los, komm, ich will wissen, was hinter der Tür vorgeht. Siehst du. Randale mit Spirale. Ist auch nicht schlecht.
Quapp! Das ist ein Quappo. Sieht nicht so aus, als würde es im Moment kontrolliert. Hey Quappo, was machst du hier? Quapp, Quappo! Er wurde aus heiterem Himmel gekidnappt und hierher gebracht. Ich möchte wirklich einfach nur zurück zu seinem Teich. Nur keine Sorge, wir werden dafür sorgen, dass du nach Hause zurück kannst. Bitte hab noch ein bisschen Geduld, ja? Mal sehen, was Quappo uns zu sagen hat. Vielleicht erfahren wir ja was Nützliches. Erzähl uns was über dich. Quapp! Ein unschlagbar guter Schwimmer. Bist du also... Da scheint jemand überzeugt von sich zu sein. Schade, dass man hier nirgends schwimmen kann. Da sagst du was. Es ist sicher schon total gestresst. Aber es hat gute Qualifikationen. Quapp, Quappo. Wow, warum schwingst du denn so mit den Armen? Ach, es zeigt uns nur seinen bevorzugten Schwimmstil. Ich weiß, Kumpel, du vermisst das Schwimmen. Hey. Wie bist du hergekommen? Du, Nariyama, habt gerade eure Muckis spielen lassen, dass plötzlich Menschen auftauchen und euch gefangen nahmen. Das muss das Pokémon-Schutzamt gewesen sein. Jetzt, wo du es sagst, ich bin ziemlich sicher, dass ich gesehen habe, wie Quapo und Hariyama sich in der Stadt gestritten haben. Quap! Es sieht echt wütend aus. Es ist wütend, weil es hier nicht genug Wasser bekommt. Na, wie bei Felino, diese armen Pokémon. Boah, Woggle, dieser scheiß Gullideckel, ne? Es ist eine sehr spezifische Anspielung, aber ich weiß genau, was du meinst und ich sag nur dieser scheiß Gullideckel. Kra! Hey, bist du nicht das Kramor, das mir meine Mütze geklaut hat? Kra! Erinnerst dich nicht daran, aber es könnte sein. Hey, du brauchst dich nicht zu entschuldigen. Ich weiß doch, dass das nicht deine Schuld war. Du wurdest bestimmt von einem dieser Würfel kontrolliert. Kannst du mir mehr erzählen? Kra! Du bist ein so begnadeter Flieger, dass dir am Himmel nichts und niemand gefährlich werden kann, ja? Ja, wenn du auf so jemanden zugeflogen kommst, kannst du ganz schön einschüchternd sein. Vertrau mir, ich spreche aus Erfahrung. Kra! Da habe ich wohl einen wunden Punkt getroffen, was? Sollte kein Vorwurf sein, ehrlich nicht. Tut mir leid, dass ich es überhaupt erwähnt habe. Hey! Erinnerst du dich noch daran, wie man dich hierher gebracht hat? Kra! Verstehe, du bist eines Tages schlafen gegangen und dann an einem dir fremden Ort wieder aufgewacht. Kra! Jedes kleine Kind ever. Ja. Schläfst irgendwo ein, wachst in deinem Bett wieder auf. Und von da an hat man dich mit Hilfe des Würfels kontrolliert. Ich mein's ernst, Kramo. Dich trifft überhaupt keine Schuld. Mach dich nicht selbst fertig. Genau. Wir werden der Welt zeigen, wer all das hier zu verantworten hat. Ich muss halt echt sagen, so mit der coolste Vogel war eigentlich immer Staraptor, fand ich. Und danach war alles so, ja, ganz nett, außer Fasersnob, aber ne? Aber Kramo ist halt auch Top-Tier. Mhm. Anfangsvogel. Definitiv. Berüchtigt für seinen Streckarmschlag. Okay. Willst du dir kurz die Nase putzen? Alles gut. Domme, dankeschön für 58 Monate Treue auf Stufe 3. Super lieb von dir, dankeschön. Hariya! Wow, Hariyama sieht aber ganz schön gereizt aus. Vergiss es, Hariyama. Kommt gar nicht in die Tüte. Hä? Was hat das denn gesagt? So nach einem Partner für Sumo-Ring. Keine Ahnung, ob du als Sumo-Ringer eine gute Figur abgeben würdest. Und wir haben jetzt auch keine Zeit, das herauszufinden. Tut mir echt leid, Hariyama. Du findest sicher noch einen Gegner, da bin ich mir ganz sicher. Hari. Hariya! Sag, dass es uns seine Stärke gerne beim Sumo-Ring unter Beweis stellt. Es hat wieder ein Passfoto abgegeben. Ja. Es ist schon mal im Recall. Ich wette, mit dir Hariyama und Flampivian würden sich prächtig verstehen. Aber für einen Trainingskampf ist jetzt wohl kaum der richtige Zeitpunkt. Ja, wenn Flampivian jetzt etwas zustoßen würde, sei es mir mächtig in der Patsche. Hari? Sorry, Hariyama. Diese Runde gewinnst du kampflos. Hari? Du wirst also auch gegen deinen Willen hierher gebracht. So wie die meisten Pokémon hier. Aber... Die meisten? Wurde irgendwas hier nicht gegen seinen Willen hergebracht? Ich glaube, Elektroball? Ja, stimmt. Elektroball war ja der Partner von dem einen. Aber wie sie es geschafft haben, Hariyama zu überwältigen, ist mir echt ein Rätsel. Glaubst du nicht ernsthaft, dass Unitas fair spielt? Hari. Anscheinend haben sie es sich geschnappt, als es mit Quappo im Clinch gelegen hat. Ach so. Hariya! Sag, dass es auf dem Zug seines Trainings jeden Tag auf dem rissigen Boden hier stampft. Und ob du es glaubst oder nicht, Hariyama, aber diese Risse stammen mit ziemlicher Sicherheit von dir. Wow, ganz schön stark. Das heißt, Hariyama ist für das Leck verantwortlich?
ob wir hier einfach durch können? Im Übrigen, Woggle, die Triglyceridwerte sind ein Wunderpunkt, okay? Da wollen wir nicht weiter drüber reden. Ja, als ob der Boden hier brüchig ist. Oh, durch die Risse kann man sogar das Stockwerk darunter sehen. Wenn Vampivian seine Muskeln spielen lässt und uns hier ein Loch durch den Boden schlägt, können wir ein Stockwerk tiefer gelangen. Dann riskieren, dass der komplette Boden einstürzt? Keine gute Idee. Ah, auch wieder wahr. Vampivian ist nicht gerade für sein Feingefühl bekannt. Ich glaube trotzdem, dass uns hier ein Pokémon weiterhelfen kann. Ich glaube nicht, dass es hier in der Restzelle noch etwas für uns zu entdecken gibt. Wir haben nicht mal einen Zugangscode oder eine Schlüsselkarte gefunden. So kommen wir niemals ins unterste Stockwerk. Außer durch dieses Loch, was da ist, und einem grabenden Pokémon, was wir draußen gefunden haben. Ja. Aber ich glaube, wir kommen nie ins untere Stockwerk. Spiel ist vorbei. Finally. Schön. Jetzt, wir müssen nach einem anderen Weg suchen. Triglycerid ist, glaube ich, ein Blutfettwert, richtig? Ja. Ansonsten kann dir alle das bestimmt im Detail erklären. Aber, so. Ja. Wir müssen ein Stockwerk weiter runter, aber wir können weder die Treppe noch den Aufzug nehmen. Also muss uns eine dritte Option einfallen, wie wir hier wie wir eine Etage tiefer kommen. Lass uns mal brainstormen, was wir noch tun können. Nur keine falsche Scheu, selbst wenn die Idee noch so extrem erscheint. Okay. So, wie kommen wir weiter nach unten? Was haben wir denn da? Wir fragen Unitas nach dem Zugangscode. Ach, die sagen wir uns sicher liebend gerne. Wir zertrümmern den brüchigen Boden. Mhm. Wir verwenden die Schlüsselkarte, die Urgel möglicherweise verschluckt hat. Ich weiß ja nicht. Oder wir nehmen einfach Stalobor. Okay. Vielleicht können wir Stalobor bitten, uns ein Loch durch den Boden zu bohren. Oh ja, mit dem Löcher bohren macht Stalobor so schnell niemand was vor. Und wenn wir es zu der Stelle bringen, die Hariyama bereits beschädigt hat, sollte es den Boden ruckzuck durchbohrt haben. Guter Plan, lass uns Stalobor gleich mal fragen. Wie kann das eigentlich sein, dass in jedem Projekt gefühlt entweder Bohrer vorkommt oder irgendeine Biene für dieses hässliche Bienen-Emote? Okay. Ja, Stalobor. Also, so sieht's aus. Meinst du, kannst du helfen, Stalobor? Boah! Ich sag, das sei das Mindeste, was es tun kann. Ich bin wirklich froh über seine Hilfe. Hey, Urge! Gib sofort den Controller zurück! Kann man dir helfen? Nein! Ich muss aufs Klo, aber ich darf nicht, bis ich Urge gefunden hab. Hast du das gehört? Das ist einer von den Unitas-Typen. Heilen uns besser, bevor sie hier noch reinkommen. Stalobor, kannst du bitte sofort anfangen? Boah. Ich hol die anderen. Okay. Danke, Tim. Können wir das Ding ganz am Boden nehmen? Hat bestimmt keiner gehört. Wieso ist das nicht abgefallen beim Bohren? Yeah. Nun, Pikachu musste ja nur über den Boden reiben mit dem Rücken, damit der Würfel abfällt. Ja. Das ging ja ratzfatz. Boah! Wir wissen deine Hilfe echt zu schätzen, Stalobor. Dank dir können wir nun endlich ins UG4. Aber was ist mit Stalobor und den anderen? Gute Frage. Stalobor, du solltest sehen, dass du hier wegkommst. Mach dich einfach auf den Weg nach oben. Mit deinen Fähigkeiten wirst du 0, nichts hier raus sein. Okay, so, ja, mach einfach mal. Tut mir leid, dich um einen weiteren Gefallen zu bitten, aber bitte nimm die anderen Pokémon mit. Was für große Löcher musst du bitte graben, dass Hariyama da durchpasst? Und Quappo und Kramor. Und Pandago. Ja, Pandago kommt da mit uns mit. Ja, gerade so. Um rauszugehen. Ja, gut. Oh, und kannst dich bitte noch um Felino, Zwirfel und die anderen auf den oberen Stockwerken kümmern? Das ist mir zu viel Verantwortung. Urge? Ja, du gehst auch mit Stalobor, Urgel. Und pass auf, dass Unitas dich nicht dieses Mal erwischt. Urgel. Boah. Danke, Stalobor. Oh ja, ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Also dann. Wir anderen gehen jetzt nach unten. Bist du bereit, Rachel? Ja, schließlich sind wir schon so weit gekommen. Und ich muss Papa aufhalten, egal wie. Stimmt, aber nur, wenn er das nicht zu viel abverlangt. Danke, Tim. Also dann, es ist Zeit, dass wir aufbrechen. Wir wissen nicht, was uns dort unten erwartet, also haltet eure Augen offen. Kommt, ab durch die Mitte.